Part 31 von dem Let's Play Darksiders 2. So, der Bub hat uns hier im letzten Part rübergeworfen. Und wir müssen jetzt hier rüber. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Pistole benutze. Es gilt hier auf jeden Fall wieder mit der Kreation irgendwas zu machen, aber ich räume hier lieber erstmal alles weg. Weil es kann ja sein, dass hier wieder was Wichtiges drin liegt. Da war auf jeden Fall eine Münze drin. Jetzt erstmal die Frage, was wir hier überhaupt machen müssen. Ah, ich sehe schon was. Asche, was siehst du? Ja, ich habe aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Und nu? Ah, da links. Okay, es hat schon mal wunderbar geklappt. Wandlauf. Komm, ich komm mal zu dir, kleiner Rabe. Auch coole Szene. Er mit dem Rahmen hier oben auf dem Absatz. Alles Totti, alles Totti. Wir haben den Schalter. Okay. Ach, jetzt können wir mit der Kreation, die wir gemacht haben, können wir zurück. Dafür müssen wir aber erstmal rüber zu dem Bub, der natürlich jetzt wieder vorläuft. Guck mal mit, Bub. Was blinkt da denn? Da war doch gerade was Grünes, ne? Sehr cool, sehr cool. Oh, meine Nase bringt mich um mit meiner scheiß Erkältung. Hey, was machst du da, Reiter?
Ach du liebe Güte, was wird denn das für eine Kletterei? Nach dir. Kein Problem. Lauf weiter, Retter. Ich ruhe mich etwas aus. Deine Aufgabe. Nach dir. Ich würde mir beim Versuch den Hals brechen. Wir machen die jetzt erstmal alle hier schön weg. Weil das spart jede Menge Lebensenergie. So, jetzt können wir mal vorsichtig gucken. Was müssen wir denn jetzt hier genau machen? Nach dir. Ach scheiße, da oben hätte ich doch noch Ding. Jetzt muss ich nochmal auf die Kreation zurück. Da oben ist nämlich ein Felsen. Ich warte hier. Du gehst weiter. Ja, kein Problem. Nach dir. Danke. Der Schlüssel. Ich sehe da drüben einen Hebel. Den müssen wir natürlich jetzt ausprobieren. Geh doch mal weg da, Dicker. Lass dich nicht zerquetschen, Reiter. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt zu Fuß weiter, weil durch die Tür da hinten, die wir da aufmachen können, mit dem Schlüssel kommen wir so sowieso nicht. Und an den Stein kommen wir so auch nicht dran. Also, hier haben wir noch ein bisschen Gold rumliegen. Machen wir das Türchen mal auf. Ich kümmere mich darum. Ob der Dicke auch schwimmen kann? Aber hier gibt es nichts im Wasser. Thank you.
Tja, hier müssen wir eine Kugel reinbringen. Und ich habe auch schon so eine Ahnung. Lauf weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Da hinten ist eine Münze. Irgendetwas fehlt. Lass dich dort nicht platt machen, ja? Nach dir. Hier oben ist auf jeden Fall eine Schatzkiste. Die habe ich schon ganz links an dem Rand gesehen. Wenn ich jetzt gleich die Kamera nach links drehe. Ach du Scheiße, hier ist noch so ein ganzes Areal. Das Ganze wird hier richtig knackig. Da unten ist wieder eine Münze. Okay, ich glaube, hier sind wir falsch. Hier sind wir richtig. Thank you.
Da drüben steht noch eine Schatzkiste. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ist mir erstmal egal. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall den Hebel. Ach, das öffnet eine Schleuse. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dadurch steigt das Wasser an. Und betätigt dort dieses Wasserrad. Ah. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Lassen wir die Ghouls mal den schön killen. Unmöglich. Na gut, dann heilen wir uns, dann können wir die Pulle hier mitnehmen. Ah, hier rüber wären wir auch hochgekommen. Hätten gar nicht rüberspringen müssen. Ist das die Verlieskarte? Wow. Die ist aber auch mal cool. Hauptwaffe von 87 auf 118. Die legen wir mal an. Die sieht ja mal richtig schick aus. Mit so Drachenaugen. Was ist das denn für ein Lollipop? Sieht aus wie so eine Laterne. Ja, egal. Erfahrung plus 6%. Was haben wir an? Erfahrung plus 5%. Kraft 7. Ja, dann nehmen wir natürlich das Ding. Da fällt unsere Kraft, aber dafür steigt unsere Erfahrung um 1%. Schick. Ja, ich möchte die Waffen nicht weiter verbessern, weil irgendwie kann es dann sein, dass wir das alles da rein investieren und wir finden bestimmt noch bessere Waffen. Weil das Spiel ist ja noch lange nicht am Ende. Was mich jetzt persönlich interessiert,
wie ich die Pistole wieder anlege. Entschuldigung. Okay, da sind wir hochgeklettert. Also müssen wir hier wieder zurück in das Tal. Wie der Fisch schwimmen wir hier rüber. Ja, und mit diesem theatralischen Ausblick hier unten auf den Quatsch, weil hier würde ich sagen, springen wir runter, aber das machen wir erst im nächsten Part. Das schicke Wasserrad ist hier am Pulsieren und hat ja hinten diese Maschinerie, da seht ihr die Kessel, wie die hin und her schwingen, in Gang gesetzt. Und unsere Aufgabe ist ja da unten den Stein unter der Kuppel. Ach, so wechsle ich die Waffe. Alles klar. Ja, ist gut zu wissen. Ja, und mit diesem malerischen Ausblick, mit dem Raben auf der Schulter, würde ich sagen, beende ich den Part. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Teil noch dabei. Und so long, bis zum nächsten Part. Euer Agent Peanut.